Es ist ein guter Tag fürs deutsche Volk. Heute haben hier in Sachsen und in Brandenburg zwei nationale Parteien den Einzug in den Landtag geschafft. Es ist ein fulminantes Signal, dass in Deutschland wieder die Interessen des deutschen Volkes in den Vordergrund gestellt werden können. Es ist ein Signal für die Bundestagswahl 2006, dass eine vereinte, starke nationale Rechte in den Bundestag einziehen wird. Erschreckend. Zum ersten Mal seit 1968 ist eine rechtsradikale Partei wieder in den Sächsischen Landtag gewählt worden. Ist zu befürchten, dass Rechtsradikale bald auch im Bundestag sitzen werden? Wir müssen zusammenstehen, und wenn wir es schaffen, das nationale Lager zu einigen, dann werden wir es schaffen, das deutsche Volk zu einigen, und dann werden wir die Verräter hinwegfegen. Droht Deutschland die Gefahr einer neuen Welle von Antisemitismus und Ausländerhass? Wie sehen dies deutsche Bürger? Gibt es Möglichkeiten, dies zu verhindern? Wir haben uns für sie umgehört. Wir befinden uns hier im Leo-Center in Leonberg und werden nun ein paar Passanten zu unserem Thema Rechts aus Protest ansprechen und ihnen ein paar Fragen stellen. Entschuldigung, haben Sie schnell Zeit? Geht auch ganz schnell. Es sind nur drei Fragen. Finden Sie das erschreckend, dass in Deutschland so verstärkt rechtsextreme Parteien gewählt werden? Ja, ein bisschen. Also, oder ist Ihnen eigentlich so egal, was mit der Politik passiert? Ja, eher egal. Ja, absolut. Das ist aus meiner Sicht ein Zeichen, dass sich da Leute artikulieren, denen Informationen fehlen. Die einfach es nicht besser wissen. Meinen Sie nicht auch, dass es aus Protest passiert, weil gerade in der Politik so einiges schief läuft? Das passiert, weil die Leute, die sich da artikulieren, sehr viel Angst haben. Angst hat nur derjenige, der nicht weiß, was vor sich geht. Da diese Leute in der Regel einen relativ niedrigen Bildungsstandard haben, wissen sie eigentlich nicht, was in unserer Wirtschaft und unserem Land vorgeht, sind nicht dazu in der Lage, für sich selber eine Perspektive zu entwickeln und werden dadurch Opfer dieser rechten Parteien. Alles, was extrem ist, ist nicht richtig. Es muss schon in den Rahmen passen. Also entweder die CDU oder die SPD oder die FDP, aber keine extreme Partei. Also gegen zum Beispiel NPD sind Sie dagegen? Ja, freilich. Ja, und finden Sie es eigentlich gut, dass so viele rechtsextreme Parteien gewählt werden? Jetzt nicht unbedingt. Ich kenne mich da gar nicht aus damit. Also in Sachsen bei der Wahl, da war jetzt NPD, also die rechte Partei, relativ hoch. Und findest du das nicht erschreckend? Ich weiß es gar nicht, ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich kann dazu gar nichts sagen. Ja, und überhaupt so, dass es mehr Rechtsextreme gibt, die das wählen, finde ich eigentlich okay. Ja, ich kann dazu echt nichts sagen, ich weiß davon nicht. Ist dir das ja dann auch egal, was so in der Politik? Ja. Okay, danke schön, das war's schon. Tschüss. Über die deutsche Frage muss noch geredet werden. Breslau, Danzig, Königsberg und Stettin sind deutsche Städte wie Berlin. Fänden Sie ein Verbot von so rechtsextremen Parteien für gerechtfertigt, wenn man jetzt die NPD ganz verbieten würde? Ja, fände ich schon zum Teil gerechtfertigt, auf jeden Fall. Und wieso? Die Geschichte hat gezeigt, was sowas anstellen kann. Auf keinen Fall. Warum soll man das verbieten? Ja. Die Gesellschaft muss sich ändern. Die muss sich auch für solche Leute interessieren, zum Beispiel, die wo jahrelang nichts zu tun haben. Muss sich die Gesellschaft dafür interessieren? Muss die Leute vielleicht in Arbeit bringen? Mit dem Verbot der rechtsextremistischen Parteien würde es wahrscheinlich genauso enden wie mit der Prohibition Amerika. Je mehr man es verbietet, desto mehr werden die Leute denn daher sein. Wer die für ein Verbot der NPD oder anderen rechten Parteien? Die Nationalpädagogische. Nach aufhetzenden Worten bei der Siegesfeier der NPD gibt der Pressesprecher der Rechtsextremisten ein Statement zu der eben gesungenen ersten Strophe der deutschen Nationalhymne ab. Das ist die offizielle Nationalhymne, ich habe damit kein Problem.
Wenn man den Sinn der ersten Strophe auch versteht oder verstehen will, dürfte kein Deutscher, der Deutsch fühlt, damit ein Problem haben. Und dann werden wir auch 2006 mit einer nationalen Partei, ich hoffe, es wird die NPD sein, gehe auch davon aus, in den Reichstag ziehen. Reichstag? Es steht auch drauf, Reichstag. Oder habe ich mich da verlesen? Warum denken Sie, wählen so viele diese Parteien? Das ist so wie vor 50 Jahren, 60 Jahren, aus Enttäuschung, die hohe Arbeitslosigkeit. Ja, ich denke, das ist keine Überzeugung, sondern das ist oft eine Protestwahl, die dabei stattfindet. Ich denke, dass ein großer Teil von den Leuten aus Protest wählt und natürlich ein Teil von den Leuten, das sind die Unverbesserlichen. Ja gut, ich denke, das meiste sind Protestwähler und deshalb gehe ich mal davon aus, dass die Leute, die das wählen, nicht unbedingt rechts denken. Aus Frust nehme ich an. Das ist alles Geschwätz, das ist... Den Leuten fällt nichts mehr ein, den Politikern fällt nichts mehr ein, ne, die drehen sich alle bloß im Kreis, so ist es wirklich. Und passiert dort nichts und es stinkt ihnen und dann machen sie das Kreuzle da und sie sagt, jetzt ärgern wir die mal ein bisschen, dann machen wir mal NPD und so. Also ein großer Teil davon. Rechts aus Protest? Nein, also rechts aus Protest, also das finde ich nicht so interessant, weil ich finde, also warum soll man aus Protest gerade rechts sein? Weil sie weiter nichts zu tun haben. Die haben zu viel Langeweile. Die sollten sich mal um alte Leute kümmern. Da kämen sie auf andere Gedanken. Dann würden sie solche Parteien nicht wählen. Nee, nie. In Leonberg treffen wir noch einen sogenannten Neonazi, der sich dazu bereit erklärt, ein Interview abzugeben. Also, du bist ein Neonazi. Was bedeutet das für dich? Einfach Ausländerhass. Warum hast du Ausländer? Was hat das für einen Sinn? Die gehören einfach nicht hierher, nach Deutschland. Das gehört nur uns Deutschen. Die sollen was sehen, wo sie bleiben. Ist mir scheißegal. Aber was ja echt genial, voll viele haben ja die gewählt. Die haben wir euch echt mal gezeigt, dass die rechte Macht wieder aufwacht. Okay, und warum bist du überhaupt Rechtsextremist? Was bringt dir das? Was hast du da für eine Einstellung? Die ganzen scheiß Ausländer, Mann, die kommen zu uns und ziehen unser Geld und Arbeitsplätze, die sind an allem Scheiß hier schuld. Also können sie wieder in ihre Schule Land gehen und können uns in Ruhe lassen. Ach, die bringen doch nur Pech und Elend. Die Leute in Sachsen, die haben ja... 10% haben ja die NPD damals gewählt bei den Landtagswahlen. Was glaubst du, warum die das gemacht haben? Entweder einfach bei ihrem Glaube an den Rechtsextremismus oder einfach nur aus Protest? Ja, da gibt es kein Oder. Deutschland ist wieder am Wachen. Die rechte Macht kommt wieder nach oben. Und Sachsen ist die Hochburg.